Moin meine Freunde des guten Geschmacks, wir sind hier wieder bei Nerd Taste und es heißt wieder Nerdcheck. Ich habe hier von Cape Light 2 Filme bekommen, nämlich einmal Stan und Ollie, der jetzt vor kurzem erschienen ist. Alle Daten und so weiter stehen auch in der Videobeschreibung oder haue ich hier rein. Und ich habe hier bei mir. Und die beiden stelle ich jetzt vor. Beginnen wir mit Stan und Ollie. So als Dick und Doof-Fan, der in Deutschen die so ja hießen, wird hier auch nochmal verdeutlicht so eine Art. Da werden sie nicht Dick und Doof genannt, weil in Amerika oder in England waren sie halt einfach das Duo Stan und Ollie. So, Stan Laurel und Oliver Hardy sind die beiden natürlich das Comic-Duo aus den 40ern, die sehr viele Filme gemacht haben. Und das ist einfach ein anderer Film. Es ist eine Doku-Erzählung, also eine Biografie. Und gespielt wird Stan Laurel oder Stanley hier nochmal als Mehrform, wird von Steve Coogan. Und ihr müsst mal reinziehen, wie nah die beiden aussehen. Das ist einfach nur der Hammer. Also die beiden haben sie richtig gut gecastet, muss man einfach sagen, auch wie sie das spielen. Weil wer wirklich Dick und Doof kennt oder halt Stan Laurel und Oliver Hardy, Stan und Ollie, der weiß, dass dieser Film sehr gut, aber er ist wirklich gut. So, und gerade John C. Reilly, alter Schwede, der hat wahrscheinlich zugenommen für die Rolle. Der sieht den aus wie Oliver Hardy, so aus dem Gesicht geschneidert aus. Das ist einfach nur der Wahnsinn. So, die Geschichte an sich ist sehr interessant. Zeigt einfach so ein bisschen den Zusammenbruch von diesem Komiker-Duo, was natürlich in den Mitte 50er Jahre dann halt passiert. Und auch eine Freundschaft, die fast zugrunde geht. Wie im Showbiz es immer so teilweise ist, wenn es natürlich um Geld geht und Showroom und so weiter. Und da war es halt so, dass sie von, sagen wir, schlechten Ereignissen wieder gute Ereignisse gemacht haben. Aber wie ihr wisst, hat irgendwann ja Oliver Hardy einen Herzinfarkt gehabt. Nicht das erste Mal, dass er dann halt daran, sagen wir mal, gestorben ist, aber später. Und natürlich hat das dann, sagen wir mal, Stan Laurel nicht verkraftet, hat selber einen Schlaganfall bekommen. Das wird hier so ein bisschen angeteasert. Und aber sonst kann man sagen, der Film geht an die, muss ich selber gucken, 99 Minuten und ist kurz und knackig gut erzählt. Das muss man ja mal sagen, bei der Biografie ist es immer sehr schwierig, die Charaktere dahinzustellen und das machen sie gut. Extras sind hier ein paar auch sogar Kurzfilme drauf von Dick und Doof in der deutschen Synchro, also die Original-Synchro auf jeden Fall. Und ihr habt auf jeden Fall noch auch andere Bonus-Sachen. Da muss man sagen, das Bonusmaterial ist hier sehr gut auf der Scheibe. Im Gespräch mit Regisseur John S. Baird, Shirley Henderson, Steve Coogan und John C. Reilly. Featurettes habt ihr noch hier drauf und natürlich der zermürbende Klaviertransport. Ich muss mir wegschmeißen, Leute. Das ist einfach ein Kultklassiker. Und ja, den kann ich euch eigentlich total empfehlen, wenn ihr auf sowas steht oder auch Dick und Doof-Fans seid. Da müsst ihr euch den reinziehen. Von mir gibt es für diesen Film eine 7 von 10. Natürlich erschienen bei Cape Light Pictures. Kommt noch auf Nummer 1, auch von Cape Light Pictures gesponsert, bei mir. Bei Me ist eine Geschichte über käufliche Liebe. Ein Film von Vadim Perelman, ist eine russische Produktion. Merkt man auch den teilweise an dem Film, der auch manchmal ganz gute Ansätze hat, wie es einfach in der Gesellschaft teilweise in Russland auch stattfindet. Geld spielt eine große Rolle. Frauen werden einfach nicht gut behandelt, müssen sich, das habe ich letztes Mal in der Doku gesehen, sind auch so auch aus der Ukraine, dass sie halt auch sich Männer schnappen, die halt mehr Geld haben. Das zeigt eigentlich der Film, dass sie überleben können, um Männer halt einfach zu, ja, einfach irgendwie sich klar zu machen und dann halt deren Geld zu nehmen. Und hat ganz gute Momente, nach den großen Traum zu greifen. Aber das Problem ist bei dem Film, der bricht irgendwann ein und plätschert so hin. Also ich muss mal selber nochmal gucken, wie lange der ging. 108 Minuten, das war einfach zu viel. Da hätte ich so 90 Minuten gesagt, für so ein Erotik-Drama wäre es okay gewesen. Aber es zeigt so doch schon manchmal so ein bisschen die Wende, so eine Art, wie es da auch in den Ostländern abgehen könnte und was man so aus Erzählungen bekommt. Weiß man ja nicht, sind man teilweise in den Medien, aber was man auch so ein bisschen manchmal von anderen Bekannten oder sowas hört, dann kommt das ja so ein bisschen hin oder, naja, aus anderen Sachen so halt. Hier könnt ihr nochmal hinten das sehen, wie das aussieht. Und hier ist nochmal sind drei Charakterinnen, die da drinnen mitspielen. Und ja, es ist einfach, ist okay erzählt. Ich sag hier auch, schauspielerisch geht's alles in Ordnung. Und die Extras sind hier, sag mal, waren auch kaum welche vorhanden. Also ich glaube, hier war gar nichts drauf in der Art, nur Trailer. Stimmt, das ist eher mau. Bild ist bei diesen halt auch eher, sag mal, solide bis Mittelmaß. Der Sound war okay, aber wenn ich diesen Film bewerten würde, dann würde ich eine 5 von 10 geben. Und der letzte Film, den ich euch vorstellen will im Nerdcheck, ist Iron Sky The Coming Race oder Iron Sky 2. Die Mondnazis sind zurück. Ja, und sie sind halt zurück und never does.
Ja, erschienen von Splatterfilm ist dieser Film am 27.09. glaube ich rausgekommen. Steht wie gesagt auch alles hier. Und ja, ich muss sagen, mir hat der erste sehr gut gefallen. War was Neues. In den Trash-Faktor, sag ich mal, aber auch in so in diesen Hollywood-Faktor bisschen. Wie dieses Sharknado in der Art, die Richtung. Nur das Problem ist bei dem, das muss ich einfach sagen, ist so ein bisschen für mich auch so die Gurke des Monats. Weil einfach der Film sehr einfach ein CGI-Geballere ist. Und dann auch noch die Story nachher, die dann so übertrieben ist, wo ich dann denke, boah, weiß ich auch nicht. Ich will es ja auch nicht spoilern, aber dann eben so der Beginn eigentlich ganz okay und dann die Mitte, wo ich dann denke, wer hat denn was geraucht? Und das ist das Problem an diesem Film. Natürlich, die schauspielerische Leistung ist natürlich klar. Muss man jetzt mal so sagen, ist ein B-Movie, ist ein Trash-Film. Kann man auch jetzt immer nicht so vielleicht sagen, aber es soll trotzdem ja irgendwie so eine Richtung Komödie und Action sein, die Richtung, sag ich mal. Und ja klar, kommt ja auch Klamauk drin vor. Hitler reicht ein Dino und so weiter. Und das ist das Problem. Ne? Wenn die Mondnazis gar nicht so aussehen wie die normalen Menschen und was anderes sind, dann finde ich, das driftet das einfach zu stark ab. Und es sah einfach teilweise auch vom Bild einfach zu stark billig nach CGI aus. Das war mir einfach zu übertrieben. Also die Locations an sich war ja alles okay, aber man hat sich halt natürlich klar, um das vielleicht zu, sag mal, als Hommage oder zu verarschen, als Satire so ein bisschen, hat man natürlich dann immer Sachen gezeigt wie Star Wars oder so weiter. Und das war dann irgendwie des guten, sag mal, Willens einfach zu viel. Das ist einfach das Problem an diesem Film. Und was würde ich dem Film geben? Ich würde den einen noch okay, sag mal, 4 von 10 geben, weil er noch ein paar gute Ansätze hat. Aber das ist wirklich nur für den Hardcore-Trash-Fan, wenn er das wirklich mögt oder wenn du da, sag mal, deine 5 Bier reingezogen hast, dann oder mit ein paar Kumpels irgendwie darüber lachen, dass er vielleicht so, sag mal, so scheiße geil ist, dass du ihn angucken kannst. Das ist die Kritik gewesen zu Iron Sky. Das war eine Folge Nerdcheck. Wenn ihr die Filme kaufen wollt, könnt ihr natürlich nochmal in der Videobeschreibung reingucken, da sind die alle verlinkt. Und dann würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und bam!